beim Podcast Meditation für jeden Tag. Mein Name ist Paulina Thurm und ich bin deine Meditationsbegleiterin. Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe heute eine Meditation für dich, wie du bestimmt schon gelesen hast, die du zusammen mit deinem Kind machen kannst. Eine Kindermeditation. Du kannst dich also mit deinem Kind zusammen hinkuscheln, legt euch hin, macht es euch bequem und dann entspannt euch etwas bei dieser Meditation zum Entspannen und Wohlfühlen. Ich wünsche euch beiden, dir und deinem Kind, viel Freude beim Meditieren. Schön, dass du da bist. Hast du Lust, dich etwas einzukuscheln und zu entspannen? Ja? Dann mach es dir jetzt so richtig schön gemütlich. Ganz genau dort, wo du jetzt bist. Vielleicht möchtest du dich noch einmal bewegen, vielleicht dich noch einmal gemütlicher hinlegen. Genau. Und dann komm jetzt zur Ruhe. Entspann dich. Entspannen ist ganz leicht und es fühlt sich toll an. Ich zeige es dir. Mach jetzt einmal mit deinen Händen ganz feste Fäuste. Mit der linken Hand eine Faust. Drück die Hand ganz fest zusammen und mit der rechten Hand eine Faust. Auch die ganz fest drücken. Ganz kräftig, ganz stark drücken. Alle beide Hände. Ja, ganz genau. Noch halten und dann lass die Fäuste los. Mach deine Hände wieder ganz locker. Toll. Kannst du jetzt spüren, wie sich deine Hände anfühlen? Erst waren die Fäuste ganz hart und angespannt und nun sind sie schön weich. Sie sind entspannt. Das fühlt sich gut an, oder? Dann stell dir mal vor, wie jetzt auch deine Arme ganz toll weich werden. Lass sie schön entspannt liegen. Genau. Und deine Beine, die sind heute bestimmt viel gelaufen. Die dürfen sich jetzt ausruhen. Lass deine Beine schön weich werden und entspannt. Super. Schaffst du das auch mit deinem Gesicht? Auch dein Gesicht hat heute viel gemacht. Geredet, gegessen, gelacht. Jetzt darf es sich ausruhen. Deine Augen, die können zu sein. Als würdest du so tun, als ob du schläfst. Ganz genau. Jetzt fühlt sich das schon ganz toll entspannt an, oder? Super. Lass uns weitermachen. Leg mal eine Hand auf deinen Bauch drauf. Einfach auf deinen Bauch drauflegen. Genau. Und dann fühl mal, wie sich deine Hand auf deinem Bauch ganz leicht hoch und wieder runter bewegt. Ganz langsam.
hoch und wieder runter. Dein Bauch bewegt sich hoch und runter. Und deine Hand bewegt sich mit ihm. Dein Bauch bewegt sich hoch, wenn du einatmest. Und er bewegt sich runter, wenn du ausatmest. Beobachte das mal wie ein Entdecker. Du atmest ein, der Bauch geht hoch. Du atmest aus, der Bauch geht tief. Du machst das toll. Atme ganz ruhig weiter und hör dabei mal auf die Musik. Dabei kannst du dich wunderbar entspannen. Und dir vorstellen, du würdest jetzt auf einer Wiese liegen. Auf einer schönen Blumenwiese im Sommer. Es ist schön warm, die Sonne scheint und du ruhst dich hier ein bisschen aus. Der Himmel über dir ist blau, genauso wie an einem richtig schönen Sommertag eben. Und dort sind weiße Wolken, sie sehen ganz weich aus, wie Watte. Du beobachtest sie, wie sie sich langsam über dir bewegen. Es ist schön, hier einfach ein bisschen zu liegen und zu träumen. Die Sonne ist schön warm auf deiner Haut. Die bunten Blumen auf der Wiese riechen toll. Und du kannst die Vögel zwitschern hören. Sie rufen dir zu in Vogelsprache. Es ist so schön, dass es dich gibt. Piep, 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 piep. Der Wind, der weht ein bisschen. Es fühlt sich an wie ein Streicheln auf deine Haut. Es ist schön hier. Ein Ort zum Genießen und Wohlfühlen. Atme mal ganz tief ein und puste dann alle Luft wieder aus. Toll! Lass uns das gleich nochmal machen. Tief einatmen. Und alle Luft wieder rauspusten. Wunderbar. Du bist schön entspannt und kannst schön entspannt bleiben. An diesen entspannenden Ort, hier auf deine Blumenwiese, kannst du jederzeit in deinen Gedanken reisen. Dich dann wohlfühlen und entspannen. Immer dann, wenn du willst, kannst du deine Augen zumachen und hierher kommen. Ganz so wie in einem tollen Traum. Bleib noch ein bisschen liegen und im Liegen fang an, dich ein bisschen zu bewegen. Vielleicht magst du die Strecken ganz groß machen. Genau. Und dann, wenn du möchtest, dann mach deine Augen wieder auf.
war schön, mit euch zusammen zu meditieren. Ich hoffe, du und dein Kind, ihr hattet eine wunderbare Zeit während der Meditation. Wenn ihr möchtet, dann bleibt doch noch einen Moment zusammen und erzählt euch, wie die Meditation für euch war, ob sie euch gefallen hat und ob ihr euch schön entspannen konntet. Meditieren kann man übrigens auch wunderbar zum Einschlafen. Darum gibt es von mir jetzt ganz neu auch eine Gute-Nacht-Meditation für Kinder, die dann direkt zum Einschlafen gehört werden kann. In der Einschlafmeditation machen wir es uns so richtig schön bequem und erinnern uns dann nochmal an die schönen Momente, die wir heute erlebt haben. Und dann machen wir noch eine wunderbar entspannende Traumreise, in der wir gemütlich in einer Hängematte am Strand ganz allmählich einschlummern. Die Gute-Nacht-Meditation kann ganz einfach direkt auf Spotify oder auf anderen Streaming-Plattformen angehört werden und sie ist auch auf meiner Website als MP3 erhältlich. Wenn es dich interessiert, dann findest du in den Shownotes alle Links. Ich wünsche dir und deinem Kind, euch beiden, noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr möchtet, dann freue ich mich schon auf unsere nächste gemeinsame Meditation. Bis ganz bald. Deine Paulina.